Volker Finke ist in Deutschland bestens bekannt. Jetzt hat der langjährige Trainer des SC Freiburg eine besondere Mission. Als Nationaltrainer Kameruns soll er die unbezähmbaren Löwen, so der Spitzname des Teams, bei der WM mindestens ins Achtelfinale führen. Die Menschen in Kamerun sehnen sich nach Erfolg. Das spüren die Spieler täglich. Kamerun ist sehr, sehr fußballbegeistert und vielleicht noch, also schon fußballbegeisterter als Deutschland, würde ich sagen. Und von daher gibt es dort eigentlich mehr, also entweder Hop oder Flop, sage ich mal. Und von daher, wir wissen, dass wir haben einen gewissen Druck. Wir müssen auch irgendwas dem Land bieten und uns natürlich auch. Und wenn dieser Erfolg nicht, oder wenn wir das nicht abrufen, nicht ansatzweise abrufen, was von uns erwartet wird, dann ist es natürlich auch nicht so einfach, ins Land zurückzukehren, weil man dann die Enttäuschung natürlich zu spüren bekommt. Seit über einer Woche bereiten sich die Afrikaner in Österreich auf die WM vor. Die beschauliche Alpenromantik passt aber gar nicht zum Ärger, der im Trainingslager herrscht. Hintergrund ist ein Prämienstreit. Die Spieler verlangen 168.000 Euro Prämie für die WM-Qualifikation. Die Regierung hat bislang gerade 68.000 Euro angeboten. Der Streit hätte fast zum Boykott des Freundschaftsspiels gegen Deutschland geführt. Mittlerweile ist der Test gesichert. Finke will dabei seine WM-Elf aufs Feld schicken. Zum einen haben wir erstmal mit einer ein bisschen durchgemixten Mannschaft gespielt. Der Trainer mixt jetzt ein bisschen auch in den Testspielen. Ich denke, gegen Deutschland will er natürlich schon eine Mannschaft spielen lassen, die vielleicht absehbar dann auch bei der WM vielleicht starten soll. Die Afrikaner zählen gefühlt bei jedem Turnier zu den Geheimfavoriten. Noch nie aber wurden die Erwartungen erfüllt. Und in Brasilien hat das Team um den Mainzer Choupo-Moting eine schwere Gruppe erwischt. Mexiko und Kroatien sowie der Gastgeber sind die Gegner. Es sieht so aus, als würden die fußballverrückten Afrikaner mal wieder wenig zu feiern haben.